Hallo und willkommen. Schön, dass du zurück bist. Dieses Mal schauen wir uns an, wie du ein Zeigerdiagramm erstellen kannst. Falls du nicht mehr genau weißt, was es mit Amplitude, Kreisfrequenz, Nullphasenwinkel und vertikaler Verschiebung auf sich hat, möchte ich dich dazu ermutigen, nochmal einen Blick in die vorherigen Videos zu werfen. Nach diesem Video kannst du also ein Zeigerdiagramm erstellen. Außerdem wirst du dein Wissen aus den vorherigen Videos festigen. Den Zeiger werden wir so einzeichnen, dass er den Nullphasenwinkel anzeigt. Pausier doch mal das Video und überlege dir, wo würdest du die Startposition des Zeigers setzen? Damit wir den Zeiger einzeichnen können, ziehen wir eine Hilfsgerade. Diese Hilfsgerade ist parallel zur x-Achse und schneidet unseren Funktionsgraphen an der Stelle t ist gleich 0. Der Zeiger geht vom Mittelpunkt des Kreises bis zum Schnittpunkt Kreis-Hilfsgerade, also von hier bis hier. Pausiere das Video und überleg dir, wo du den Nullphasenwinkel phi einzeichnen würdest und wie groß der Radius des dargestellten Kreises ist. Den Nullphasenwinkel können wir hier einzeichnen. Um den Radius des Kreises zu bestimmen, betrachten wir die Amplitude des Funktionsgraphens. Kannst du sie ablesen? Pausier doch das Video und nimm dir die Zeit dafür. Die Amplitude a ist gleich 5. Ich trage das hier mal ein. Warum das so ist, erfährst du im Video Amplitude in diesem Lernzyklus. Da die Amplitude gleich 5 ist und der Kreis diese beiden Hilfsgeraden hier berührt, können wir daraus schließen, dass der Kreis den Radius r ist gleich 5 hat. Wie schaut nun die Funktionsgleichung y von t aus? Lest die verschiedenen Parameter ab und trag sie hier rechts ein. Du kannst auch gleich die Funktionsgleichung aufstellen. Pausiere dazu am besten das Video. Schön, dass du zurück bist. Und wie ist es dir gegangen? Falls du Schwierigkeiten gehabt hast, möchte ich dich dazu ermutigen, die ersten paar Videos in diesem Lernzyklus durchzuarbeiten. Die vertikale Verschiebung c ist gleich 0. Die Amplitude a wissen wir ja schon. T ist die Periodendauer. Sie beträgt 4 Pi. Die Kreisfrequenz Omega erhältst du, wenn du 2 Pi durch die Kreisfrequenz t rechnest. Sie beträgt also 1/2. T0 liegt bei 7 Pi halbe. Den Nullphasenwinkel berechnen wir mit minus Omega mal T0. Das ergibt minus 7 Pi Viertel. Das ist das gleiche wie Pi Viertel. Dazu rechnen wir einfach plus die Periode 2 Pi. Fällt dir etwas auf? Wenn du im Zeigerdiagramm unseren Winkel Phi betrachtest, kannst du erkennen, dass der Pi Viertel beträgt. Und tatsächlich, wenn du es dir berechnest, erhältst du wieder Pi Viertel. Somit erhältst du für y von t 5 mal Sinus von 1/2 mal t plus Pi Viertel. So, das war's. Schön, dass du dabei warst.